Hallo Leute, es geht weiter mit Kingdoms of Amalur. Ich habe meinen Charakter doch wieder geändert. Ihr habt ja recht. Ich hätte die Dokalfar nehmen sollen, ich habe sie zur Dokalfar geändert. Also wir sind jetzt einfach an derselben Stelle mit allem drum und dran. Allerdings ist sie jetzt halt nicht mehr so eine Ljorsalfar, sondern eine Dokalfar. Und auf dem Gebiet, weil es Ordnung gar nicht mehr gibt, habe ich Weisheit und Kunst genommen. Das ist jetzt so ihre Gottheit, die sie genommen hat. Und ihren Zopf gab es nicht mehr, also hat sie jetzt, oder sagen wir diesen Grätenzopf gab es nicht mehr. Am liebsten hätte ich einen Flechtezopf, gibt's aber nicht. Und deswegen hat sie jetzt so einen hohen Pferdeschwanz bekommen, der sieht, finde ich, immer noch dann zu ihr passend aus. Und ja, ansonsten ist sie eigentlich ganz hübsch so. Also ich denke, sie gefällt mir jetzt doch so besser. Und wir spielen eine Dokalfar. So, jetzt wollen wir aber mal den Typen suchen. Und zwar, wo? Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr noch ein wenig wackelig seid, aber geht einfach weiter. Wo ist Hughes? Er müsste in seinem Arbeitszimmer im Erdgeschoss des Turmes sein. Zumindest hoffe ich, dass er dort ist und in Sicherheit. Und nicht, dass das eine Falle ist, merke ich gerade. Los, los! So, wie der uns drängt. Nicht, dass das so eine scheiß Falle ist oder so. Das wäre ja auch richtig mies. Dann gehen wir mal weiter. Das ist es, worauf Sie es abgesehen haben. Unsere größte Erfindung, der Seelenquell. Mhm. Stellt euch das nur vor. Ein Ende des Krieges. Ein Ende des Todes. Wow. Wow. Und da war das Alexis Piepen wieder. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Muss man nebenbei immer Screenshots machen? Okay, das ist der Seelenquell. Da gehen die Seelen weg aus den toten Körpern oder kehren sie zurück oder wie? Unheimlicher Ort. Kann ich hier noch was machen? Und ich hier noch mehr irgendwie drücken kann? Wir müssen euch zu Professor Hughes bringen. Ach so, ich kann mit ihm reden, deswegen. Okay. Los! Ah. Was war das denn hier? Guck mal, das sieht aus, als ob sie dann so eine Zauber-Attack macht. Ach so, sie verteidigt sich. Das soll das bestimmt heißen. Alles klar. Wir sind in einem der Lagerräume. Seht nach, ob ihr irgendetwas Nützliches findet. Ja, 3 Gold. Mhm. Guck mal, hier so eine Kiste. Alles nehmen. Schlechte Beinschiene und ein Dietrich. Ist doch schon mal gut. Mhm. Gold ist ja auch schon mal gut. Dann können wir uns hier ein bisschen... Warte, dann gehe ich mal hier in meine Sachen. Rüstung, wo ist denn das hier? Alte Stiefel. Sind die denn besser als die ich jetzt habe? Schlechte Beinschienen. 5 und 3, dann wechseln wir doch mal. Genau, dann haben wir hier ein bisschen was Besseres an. 2 und 6. Dann nehmen wir die abgetragenen Gamaschen. Ach, die haben wir schon an. Okay. Ja, gut. Was ist hier bei Gegenstände? Dietrich. Ein kleiner metallischer Dietrich mit einem Holzgriff. Er kann auch die schwierigsten Schlösser knacken. Ach was. Habe ich mir fast gedacht. Es ist schon cool. Also mir gefällt's. Ich hoffe euch auch. Aber ich finde, es sieht ganz cool eigentlich aus. So, was sagst du hier? Was ist denn hier? Ui. Wie, ich kann mir jetzt alles nehmen? Ich habe ein Schild erhalten. Ich will noch mehr. Hier, nimm dir den Bogen, Mädel. Moment mal. Habt ihr etwas gehört? Noch mehr Tuata! Wow. Ach so, die mache ich platt. Lasst uns das Schicksal der Ausforderung. Es ist Zeit, Sterbliche. Der dort hatte doch einen Bogen. Holt ihn euch. Na also, ich will meinen Bogen. So soll's sein. Kann ich mir jetzt alles... Dieser Langbogen dürfte äußerst nützlich sein. Ich will einen Bogen. Los, los! Ja, ja. Du hast deinen Langbogen erhalten. Drücke, um zu erfahren, wie du ihn als Sekundärwaffe ausrüstest.
Ich nehme mal an, unter Waffen... Nee, Quatsch. Hier, Waffen. Sekundäre. Bla. Glückwunsch, du hast deinen Langbogen nun ausgerüstet. Um zum Spiel zurückzukehren, drücke Start. Oder geh einfach zurück. So mache ich das immer. Dann kann ich mal nochmal drüber gucken. So, wie mache ich das? Bogen. Dort vorne sind wir. Schaltet sie aus, bevor sie uns sehen. Drücke, um deine Sekundärwaffe zu... Wie sie, die haben mich doch schon... Der Tod ist ein kaltes... die haben mich doch schon gesehen, ne? Die machen das aber irgendwie automatisch. Na los, geht schon. Ja, erstmal muss ich die Kisten hier noch wegnehmen. Die mir aber als gute Deckung gedient haben. Naja. Ah, hier, ein bisschen Gold noch eingesammelt. Wie, wenn ich das hier mache, dann schießt die aber automatisch. Ah, wenn er mal länger hält, dann... Mhm. Alles klar. Muss ich dann auch Pfeile ab und zu mal sammeln und so? Ja, weiß ich noch nicht. Mach mal automatisch hier wieder. Ja, das ist doch super. Meinen mächtigen Distanzschuss zu entfesseln, drück und halte. Genau, habe ich ja schon. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr noch ein ja, wenig Ja, ich will doch mit seid, dir... Ich will mit dem immer los, gar nicht reden. Los. Ich will mal hier gucken, ob die Leichen hier Sachen bei sich haben. So wie er hier. Aber dann kommt er immer dahin und latscht mir doch nicht vor die Füße. Lass mich in Ruhe. Ach, die leuchten immer. Okay, dann kann ich mir das ja merken. Rostige Beinplatten. So langsam kriegen wir unseren Kram zusammen. Ja. Ist sie ein bisschen besser ausgerüstet. War hier denn noch was? Guck mal hier, da will ich noch hin. Geh mal runter. Oh, Mädel, kannst du da nicht einfach runterspringen? Ja. Dann eben die lange Runde. Entschuldigung, gehen wir da nochmal hin. Alles nehmen, abgewetzte Dokumente und ein Dietrich. Was denn für Dokumente? Gegenstände? Abgewetzte Dokumente, die Schrift auf diesen Dokumenten ist völlig verblichen. Die Dokumente sind wertlos. Wozu brauche ich die dann gar nicht? Gar nicht. Kann sie eigentlich schneller laufen? Oh. Ah, nee, das will ich gar nicht. Schließen. Da kümmere ich mich jetzt mal nicht drum. Ich warte noch darauf, dass das Spiel schon weiß, wann es denn losgeht mit solchen Erklärungen. Die in so magische Fertigkeiten und sowas gehen. Dolche sind tödlich, wenn es euch gelingt, einen Gegner zu überraschen. Ihre Geschwindigkeit macht ihre geringe Größe mehr als wett. Mhm. Du hast Dolche erhalten. Dolche sind eine besondere Waffenart, die von Schurken bevorzugt wird. Rüste sie nun aus. Okay. Kannst du mal bitte jetzt nicht so ruckeln? Ja, ja, ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr noch so ein wenig müde wackelig seid, aber geht ja, einfach weiter. Ja, so müde. So, lass das jetzt sein hier. Los, los! So, hab nur kurz einen Cut gemacht, weil das schon wieder so ruckelte. Das ist jetzt gehoben. Alles nehmen, rostige Stulpen. Ja, Stulpen ziehen wir. Wir ziehen alles an. Stulpen, Beinschienen, alles, was geht. So, Blockeffizienz plus 5 ist super. Da wir nichts haben, brauche ich es auch nicht vergleichen eigentlich und gucken. Alles andere ist höchstwahrscheinlich immer eh besser. Dort vorne sind noch mehr. Wenn ihr es schafft, euch an sie heranzuschleichen, solltet ihr sie mit euren Dolchen schnell und lautlos ausschalten können. Meine Dolche müsste ich ja aber dann auch nochmal ausrüsten, ne? Waffen... Ist das sekundär oder was? Rostige Geschwindigkeit. Hier, Dolche. So. Die sind jetzt ausgerüstet. Wie mache ich das denn jetzt mit dem Schleichen? Nicht so schnell.
Kann ich jetzt hier so ganz langsam irgendwie mal... Hallo? Ach, drücke RB, um den Verstohlenheit-Modus zu aktivieren. Oh, die Augenanzeige fühlt sich langsam und wird rot, je stärker deine Gegenwart wahrgenommen wird. Okay. Wenn sie das Auge füllt, wird man dich bemerken. Investierst du Punkte in das Talent Verstohlenheit, kannst du näher an Gegner herankommen, ohne bemerkt zu werden. Das ist cool. Versuche nun, dich an diesen Gegner anzuschleichen, führe einen Verstohlenheitsangriff aus, bevor er dich bemerkt. Verwendest du Dolche, kannst du seinem Leben augenblicklich ein Ende machen. Okay. Die haben mich jetzt nicht bemerkt. Was mache ich jetzt? Ah. Du hast einen Verstohlenheitsskill ausgeführt. Sowohl Dolch als auch Feinklingen ermöglichen es dir, diese speziellen Verstohlenheitsgriffe auszuführen. Plündern. Verbeulter Kyras. Bam. Das hat Spaß gemacht. Das erinnerte mich jetzt so ein bisschen an Tomb Raider mit dem Anschleichen und so. Fand ich ganz cool eigentlich. Gut. So, wir sind ja immer noch hier in diesem Schleichmodus. Ist auch ganz gut, glaube ich. Gehen wir mal näher ran. Einer bestimmt wird mich bestimmt bemerken. Erbärmliche Kreaturen. Ein Fehler der Natur, der sich leicht korrigieren lässt. Bereit zu fallen, Sterbliche? Seht nur, wie das sterbliche Ungeziefer fliegt. So, dann habe ich schon mal einen. Den einen habe ich schon mal zumindest mir grapschen können. Noch ein Dietrich. Und was ist jetzt hier unten? Weiß ich nicht. Plündern wir den anderen auch nochmal. Der hatte nur Gold, was mit seinem Bogen hier? Egal. Öffne Tür. Oh. Das sieht ja auch irgendwie interessant hier aus. Was ist das hier auf dem Boden? Höhlenblüten reagieren nur auf die Gegenwart von Magie. Ob an euch vielleicht näher dran ist, als es den Anschein hat? Irre. Halte RT gedrückt, um auf deine Fähigkeiten zuzugreifen. Drücke dann X, um deine Fähigkeit Sturmbolzen einzusetzen. Wieder... Also... Unglaublich. Oh! Was seid ihr? Cool. Voll Magic und so. Sind hier noch Sachen? Ich habe jetzt aber nicht ganz verstanden, was es jetzt für eine Kugel hier sein soll. Was haben wir hier? Bezüglich der Spinnen, Hughes. Wir haben euer Ersuchen befolgt und das Spinnenproblem ist nun endlich unter Kontrolle. Claude wird versuchen, die Säuberung als Erfolg für sich und seine Prätorianer darzustellen. Aber meiner Ansicht nach übersieht er dabei den Anteil meiner raschen Auffassungsgabe und scholaren Arbeit an Gelingen dieser Aktion. Bei der Aufsicht der Vernichtung der Spinnen ist mir aufgefallen, dass von dem Spinnengift betroffene Wachen steife Gelenke und gespannte Haut hatten. Symptome, die zu einer möglichen Lösung der Probleme mit dem inneren Zusammenhalt der Schöpfungen des Quells führen könnten. Ich hätte besagte Symptome gerne gründlicher untersucht, aber die Wachen haben meine Befehle zur Verabreichung von Gegengiften rundheraus ignoriert. Ich bitte daher darum, einige dieser Spinnen zu fangen und ihr Gift für künftige Tests abzuzapfen. Außerdem vertraue ich darauf, dass diese ungehorsamen Wachen sofort bestraft werden. Ich verlange für mein unaufhörliches Streben nach Wissen keine Medaille, keine Beförderung. Ich bitte euch lediglich inständig darum, mich aus dem Leichenentsorgungstrupp zu nehmen. Guran. Mhm. Und der andere hier, da sagt nichts dazu. Ist auch so ein Mitarbeitertyp. Bin froh, wenn wir den übrigens los sind. Ich habe keine Lust, dass der mir hier die ganze Zeit hinterherläuft. Kann ich das hier einkloppen? Nee.
Oh, jetzt kommen hier diese Dinger wieder. Hey. Hallo. Gehen wir nochmal hier in die Ecke. Hier ist nichts. Da. Abgetragene Handwickel. Dass ich immer niesen muss, wenn ich aufnehme. Ach, furchtbar. Aber dann sind doch meine Stulpen viel besser. Dann will ich die haben, oder? Ach so, das ist hier Mana-Regeneration. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Ich nehme aber trotzdem mal die. Bin eher so auf Nahkampf gerade. Was ist denn jetzt hier mit dem Ding noch? Mit den Spinnen. Geil. Haben wir ja schon gelesen. Komme ich jetzt hierher und laufe wieder zurück? Moment, ich laufe wieder zurück, ne? Ja, recht, Duselchen. Okay. Mein Fehler. Oh. Warte. Hier, mach dein Ding. Oh, hier, Alex ist da. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich jetzt mal hier schnell auf Sekundär wieder. Langbogen. Mach doch mal einen Langbogen. Ich habe keine Pfeile mehr. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Das ist ja doof. Ja. Mach sie tot, die Riesenspinne. Ich hasse Spinnen. Immer noch. Das war's. Krieg auch ein paar Erfahrungspunkte. Ja, ich habe mich jetzt ein paar Mal angreifen lassen hier von dem Vieh. Das war doof. Und die hat nicht mal was da. Und der Typ hier, wie hieß er? Enzel. Der ist immer dazwischen. Ich will mit dir gar nicht reden, Enzel. Und ich darf schon wieder zurück. Ich will doch weiter und nicht zurück. Du Spinne, du. Wie geht's ihr denn jetzt? Ja, ist ja alles wieder gut. Hat die so ein Selbstregenerationsdingens? Hm. Da war unsere Kiste. Dann jetzt geht's endlich weiter. Hier. Endlich. Hast einen Stab erhalten. Stäbe sind eine Waffenart, die von Magiern bevorzugt wird. Rüste ihn nun aus. Ich will ja gar keine Magierin werden, aber wir rüsten uns trotzdem damit mal aus. Wo ist der denn? Da. Feuerschaden, 3 Sekunden lang 8 Verbrennungsschaden. Okay. Dann wollen wir mal. Das klappt jetzt. Der Tunnel ist vollständig bedeckt. Ah. Vielleicht könnt ihr uns ja mit diesem Stab einen Weg hindurchbrennen. Ja, diese Spinnennetze widerstehen jeglichen Angriffen, abgesehen von Feuerschaden. Versuche einen Weg durch sie hindurchzubrennen, indem du einen Stab verwendest. Voll gut. Nicht noch. Verbrennt sie, los, verbrennt sie! Er steht da so daneben. Ja, so ein Feuerstab ist schon cool, gebe ich zu. Vielleicht überlege ich mir das mit der Magierin ja nochmal. Plündern, Spinnensack. Alles nehmen. Alte Schuhe, einfacher Mana-Trank, Knochen, Schädel. Ja, Knochen und Schädel unbedingt. Wo sind denn die Schuhe? Alte Schuhe. 2 und wir haben alte Stiefel jetzt an den Volltreffer der Mana. Na gut, nehmen wir die. Na gut. Nee, sie soll Stiefel anhaben. Die sind cooler. Wie sieht sie denn sonst aus? Geht ja gar nicht. Also. Dann haben wir Konsumgut.
Den Heiltrank und einen Mana-Trank, okay. Und bei Gegenständen jetzt halt auch so Knochenkram. Knochen eines humanoiden Wesens, sie haben keinen Wert. Ja, kann man das dann einfach auch mal irgendwie weg zu plundern zufügen? Plunder. Bitte, pack das zu Plunder. Es geht weiter. Mit meinem coolen Feuerstab. Jawohl. Quest aktualisiert aus der Dunkelheit. Yeah, das ist doch cool. So, ich nehme wieder alles. Ihr geht's, glaube ich, auch noch relativ gut. Beeilung, verschwindet von hier! Was denn? Was ist denn los? Ist doch alles gut? Stirb, dreckiger Tuata! Hä? Ansel, ihr seid am Leben. Und wer ist das hier? Genau das versuche ich rauszufinden. Sie ist aus dem Quell gekommen. Wie bitte? Dann sollte sie besser reingehen und den alten Mann aufsuchen. Schnell, bevor diese Tuata ihren nächsten Vorstoß macht. Hier trennen sich unsere Wege. Aber nehmt euch einfach alles aus dieser Rüstkammer, was ihr wollt. Vielleicht haben wir ja ein paar Sachen für euch. Sorgt einfach dafür, dass ihr es zu Yus schafft. Wir können die Tuata hier aufhalten. Ja, ich brauche mehr Hilfe. Ich kann mit euch kämpfen. Wie, ich brauche mehr Hilfe. Und was heißt das mit den 95% jetzt? Ich hoffe, die hier können euch helfen. Wenn den Tuata klar wird, was ihr seid, werdet ihr sie brauchen. Okay, ich habe einen Stahlvorhang und einen Heiltrank bekommen. Ja, danke schön. Wir dürfen nicht riskieren, dass ihr getötet werdet. Ihr seid der Beweis, dass der Quell funktioniert. Versteht ihr denn nicht, was das bedeutet? Geht einfach weiter, an der Oberseite des Quells vorbei. Ihr findet Yus in seinem Arbeitszimmer. Wir sehen uns draußen, falls es das Schicksal so will. Am Anfang dachte ich, ich soll die jetzt bekämpfen. Aber nein, wir sind hier angekommen. So, jetzt kann ich hier mit allen reden. Und was kann ich hier noch nehmen? Einfache Kleidung befreit Körper und Geist. Deshalb wird sie von Magiern bevorzugt. Lederrüstungen sind zwar dünn, dafür seid ihr in ihnen aber auch schnell genug, um einem Gegner an die Kehle gehen zu können. Mhm. Ah, eine Plattenrüstung. Nichts schützt einen besser als mehrere Schichten undurchdringliches Metall. Ein Klassiker. Wenn ihr gehen könnt, braucht ihr meine Hilfe nicht. Okay. Ich hoffe, ihr seid das alles wert. Geht schon. Ihr dürft keine Zeit verlieren. Ja, wir sehen uns draußen. Die Scholaren sind schwach. Aber die Tuata werden feststellen müssen, dass meine Prätorianer aus einem anderen Holz geschnitzt sind. Mhm. Okay. Ich glaube, dann haben wir ja alles soweit hier mitgenommen. Ja, zurück werde ich jetzt nicht gehen. Ich werde dann mich mal ausrüsten mit allem, was ich so gefunden habe, was mir gefällt. Das seht ihr dann im nächsten Part. Und dann würde ich sagen, lassen wir uns mal hier. Geht zu Yus. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Ja, dann mach mal auf hier. So. Gut, ich würde sagen, wir machen hier einen Cut und sehen uns im nächsten Part von Kingdoms of Amalur: Reckoning. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.